Das sagt Claudia Schiffer immer, viel Licht, dann sieht man die Falten nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe 9FF Car Talk. Heute Thema, wie haben sich die Zeiten verändert in Bezug auf, ich gründe eine Tuning-Firma. Wir wollen einfach mal vergleichen, wie das 2001 war und wie es jetzt wäre, würde man nochmal wieder neu gründen und würde probieren, eine Tuning-Firma zu starten. Ich fange mal an 2001. 2001 im September haben wir hier gestartet mit 9FF, hatten uns überlegt, Bereich Porsche, Traumauto, Markt relativ dünn besetzt, weil 2001 gab es Techart, ja, aber lange nicht so groß wie jetzt. Es gab eine Firma Gemballa, es gab eine Firma Ruf, die aber relativ klein im Tuning ja nur unterwegs ist, war und ist. Auch damals schon eigentlich sich immer mehr als Hersteller gesehen hat und gar nicht so sehr als Tuner. Und damit war Porsche im Vergleich zu anderen Marken wie Mercedes oder BMW tuningmäßig eigentlich relativ gering, klein, dünn aufgestellt. Und da haben wir gesagt, wir hier im Ruhrgebiet, die anderen Firmen sind alle im Süden von Deutschland, speziell im Raum um Stuttgart rum oder im näheren Umland, müsste doch eigentlich hier im Ruhrgebiet ganz gut funktionieren. Mit einem riesen Kundeneinzugsgebiet von fast 20 Millionen Leuten alleine hier im Ruhrgebiet. Mit einer relativ zentralen Lage in Deutschland, in Richtung Nord wie in Richtung Süd. Das heißt Hamburg, München, Frankfurt, wir liegen relativ zentral. Alle großen Zentren, zwar nicht ganz dicht, aber auch nicht ganz unerreichbar. Naja, und deshalb eben die Marke Porsche. Was uns das Ganze seinerzeit noch relativ leicht gemacht hat, es war nur eine Euro 4 zu der Zeit, sogar zum Teil auch nur Euro 3 bei den unterschiedlichen Fahrzeugen. Das heißt, Gutachten waren leicht zu erstellen, der ganze Bereich Teilegutachten war alles noch leicht zu machen. Die TÜV-Leute waren, weil es gab vorher keine wirklichen Autokrisen hier in Deutschland, waren alle sehr umgänglich. Das ganze Thema Auto war immer noch brandaktuell und eher positiv denn negativ behaftet. Die ganze Arbeit hat insgesamt viel Spaß gemacht. Man konnte relativ frei entwickeln. Geräuschvorschriften waren noch nicht so eng. Die Straßenverkehrsordnung war zwar die gleiche, aber die Überwachung und auch die Geschwindigkeitsbegrenzung waren noch ganz andere. Man konnte in der Stadt noch 50 fahren, also man konnte noch fahren, man brauchte noch nicht zu schieben, so wie jetzt. Weil wenn ich mir jetzt überlege, dass in Dortmund Innenstadt am Wall 30 ist, für mich unvorstellbar sowas. Ich weiß nicht, wem das was bringen soll. Die Autos fahren alle einen Gang tiefer, verbrauchen nichts weniger, sind auch nichts leiser. Das Einzige, was wir haben, es verschleppt sich alles und wird langsamer und langweiliger und eingeschränkter und verbotener. Na gut, das nur am Rande meine Meinung. Kann ja jeder sehen, wie er möchte. Also insgesamt, autofahrtechnisch hat das alles noch viel mehr Spaß gemacht. Man konnte auf der Autobahn noch schnell fahren, man konnte auf der Landstraße noch 100 fahren. War nicht überall 70, nur auf der Landstraße, es standen auch lange nicht so viele Blitzer. Insgesamt, naja, hat das Thema Auto noch Spaß gemacht und auch in den Gedanken der Politiker wie auch der Bevölkerung war es einfach ein positives Thema, weil 2001 Deutschland gut vom Auto gelebt hat. Mit 3,2 Milliarden Mark beteiligt sich VW an dem schwedischen Lastwagenhersteller Scania und übernimmt dort die Führung. Damit ist den Wolfsburgern der lang geplante Einstieg in das Geschäft mit schweren Nutzfahrzeugen gelungen. Daimler-Chrysler-Chef Schremp besiegelte heute mit seinem Kollegen Kawasoe vom japanischen Mitsubishi-Konzern eine Allianz. Daimler-Chrysler wird damit nach General Motors und Ford zum drittgrößten Autohersteller weltweit. Jo, mit anderen Worten, eigentlich war es im Vergleich zu heute relativ leicht. Es war natürlich nicht so leicht, wie als hätte man 1970 gegründet oder womöglich noch davor, so wie Firmen wie AMG oder Brabus oder andere quasi die Tuning-Urgesteine, die angefangen haben zu Zeiten, wo es im Prinzip gar keine Abgasvorschriften gab. 964er, ja, da mache ich einen
Abgasgutachten für einen 4 Liter innerhalb von 2 Tagen und weiß schon vorher, dass ich es bestehe, selbst wenn ich da einen 100-Zeller-Cut reinmache, weil die Euro 2 so lachhaft ist, dass die meisten Prüfzentren da schon gar nicht mehr prüfen können, weil da solche großen Abgasmengen und Emissionsmengen rauskommen, dass die modernen Abgasmessgeräte für Euro 6 oder besser damit direkt kollabieren würden. Wir haben lange suchen müssen, um 964-Gutachten zu machen, vor 2 oder 3 Jahren oder wann es war, für den 3.8er. Die hatten es also in den Jahren deutlich leichter. Und die konnten auch mit Herstellern direkt zusammenarbeiten. Ja, wenn ich mich da an Brabus-Zeiten erinnere, da sind wir an das Mercedes-Händlernetz herangetreten. Da haben sie uns die Felgen aus den Händen gerissen und gesagt, endlich mal was anderes. Die stecken wir direkt drauf und das Auto ab in die Ausstellung. Dann können wir es gleich viel besser verkaufen. Da müsste man sich heutzutage mal mit Porsche vorstellen, dass wir da hingehen und sagen, hör mal, wir haben ein paar Felgen von euch. Und die würden sagen, oh, endlich, machen wir drauf, dann können wir unser Auto besser verkaufen. Da sieht man mal, wie sich die Zeiten geändert haben. Ja? Heutzutage werden Autos verteilt von Porsche. Und wenn du nicht 3 andere kaufst, kriegst du gar keinen GT3 RS, wenn du ihn überhaupt dann auch noch kriegst. Ja, und früher war es so, da haben sie sich bedankt, wenn man ihnen Tuning-Zubehör geliefert hat. Naja, ganz anders eben in der Jetztzeit. Autos werden sanktioniert. Euro 6, fast alles nicht mehr zu erfüllen, schon gar nicht mit Tuning. Geräuschvorschriften so eng, dass die meisten Serienfahrzeuge die eigentlich schon nicht mehr erfüllen. Schon gar nicht, wenn die Klappe auf ist. Und dadurch wird es natürlich alles immer schwieriger, weil das, was früher Spaß gemacht hat, ein schönes Geräusch, ein tolles Aussehen, viele Sachen sind einfach nicht mehr möglich. Und ganz am Ende des Tages ist es dann auch so, dass man die Autos auch im Prinzip ja fast schon nicht mehr artgerecht bewegen kann. Wie ich gesagt habe, in der Stadt 30 habe ich Lust, mit dem GT3 RS mit 30 durch die Stadt zu fahren. 50 ist schon langsam für so ein Auto. Oder womöglich immer nur 70 auf der Landstraße, wird schon schwieriger. Und wenn man dann noch argumentieren soll, man möchte Tuning dafür verkaufen, weil man möchte gerade eine neue Firma gründen, ist das schon, muss man sich schon ganz schön was einfallen lassen. Und deshalb ist dann ja auch oft dieses optische Tuning und Folien und eine Tieferlegung, die das Auto zweifelsohne schicker machen. In vielen Fällen, nicht jede Folierung gefällt mir, aber man kann damit ja auch eine ganze Menge rausholen. Sind im Verkauf Schlager und ein technisch anspruchsvolles Tuning, was das Auto fahraktiver, schneller, sicherer, emotionaler macht, schon eher schwieriger, weil ich kann es ja sowieso nirgends mehr ausnutzen oder nur noch ganz schwer. Oder ich bin echter Super-Enthusiast, die gibt es ja zum Glück noch, sonst wird es uns ja nicht mehr geben. Aber ich denke mal, ohne dass man sich über Jahre einen guten Namen erarbeitet hat, ganz speziell hier bei uns in Deutschland, kaufen die Leute eigentlich von Newcomern schwer. Haben wir am eigenen Leibe erfahren 2001, als wir gegründet haben. Bin zweimal alle deutschen Porsche-Zentren abgeklappert, habe mit allen Verkaufs- und Einkaufsleitern gesprochen, habe unsere ersten Produkte da beworben. Die haben alle gesagt, euer Namen kenne ich nicht. Ich kaufe da bei den Namen, die ich kenne. Ist in Deutschland ganz ausgeprägt, ist im Ausland ganz anders. Ich weiß noch, als wir unseren ersten USA-Importeur hatten, der sagten, Jan, wir müssen jetzt angreifen, jetzt ganz schnell auf den Markt. Euch kennt keiner. Die Amerikaner wollen immer neues Zubehör. Sag ich, auch, blick mal neues Zubehör. Die kaufen doch bestimmt das, was klassisch ist. Nein, die wollen immer der Erste mit einer neuen Marke sein. Schön, leider nicht hier in Deutschland. Da läuft es eben ganz anders. Das heißt, die Alteingesessenen, die schon in den 60er, 70er, 80er gegründet haben, die sind ganz weit vorne, weil die gibt es ganz lange. Die es noch nicht so lange gibt, tun sie schwer. Viele kommen, viele gehen. In letzter Zeit gehen mehr, als dass sie kommen. Immer mehr springen auf den Bereich Porsche auf, weil sie sich da noch das große Geschäft erhoffen. Aber ich glaube, oder wir sehen es ja auch ringsrum, viele neue Marken, die dann auch schnell wieder verschwinden. Weil doch die Klassiker, und toi toi toi, inzwischen gehören wir dazu mit 22 Jahren, sind eben die, die hier in Deutschland gekauft werden. Deshalb zur Zeit eine neue Tuning-Firma zu gründen, glaube ich, ist nicht ganz einfach. Man muss schon eine tolle Idee haben oder ein Mega-Marketing, damit sich sowas noch durchsetzt und rentiert. Wie gesagt, wir hatten 2001 noch verhältnismäßig leicht. Es war schwer genug zwischendurch durch Weltwirtschaftskrisen und alles, was so im Laufe der Jahre passiert ist. Aber letztendlich haben wir es ja alles ganz gut gemeistert und überlebt und es läuft besser denn je, aber eben nicht bei allen. Und deshalb war eben das Thema, wie war es 2001, wie war es davor, wie ist es eventuell jetzt, wie ist es auch vielleicht in der Zukunft. Zukunft haben wir ja auch schon ein paar Mal kurz drüber gesprochen, was kommt, was wird passieren. Tuning wird sich sicherlich verändern und eine reine Tuning-Firma wird es vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt geben.
die Bereiche klassische Autos, Restauration, Instandhaltung, Normalfahrzeuge, also Serienfahrzeuge oder nur mit minimalem Tuning oder auch im Bereich rein optisches Tuning, Federn, Tiefer, die 3F-Formel, Fahrwerkfelgenfolie, das geht immer noch und wird auch weiterhin gehen, weil es einfach ist. Einfach, günstig. Optimal eigentlich. Aber ist für mich eben nicht das wirkliche Tuning, weil das wirkliche Tuning ist für mich, Tuning heißt verfeinern und verfeinern ist nicht eine Folie, das ist verändern. Verfeinern heißt, ich baue irgendwas um. Und da ist für mich eben der Bereich Motor oder für unsere Firma, Bereich Motor, Getriebe, Fahrwerk, Bremse eben ganz weit vorne, Aerodynamik natürlich auch. Aber Aerodynamik nicht unbedingt zum Zwecke der optischen Veränderung, sondern höchstens der funktionalen Veränderung, technisches Tuning, Abtriebsverbesserung, Aerodynamikverbesserung. Wenn es denn noch einhergeht mit aus unserer Sicht einer optischen Verschönerung, umso besser. Ich hoffe, vielen Kunden gefällt es dann auch am Ende des Tages. Aber wir würden es eben nicht machen, wenn es nicht ein wirkliches Tuning ist. Und was immer mehr kommt und auch für die Zukunft mit Sicherheit, sind die Großprojekte, Serienprojekte, in die wir zum Glück immer mehr eingebunden werden, wo man sich aber auch erstmal lange einen Namen erarbeiten muss. Ansonsten wird man natürlich gar nicht erst gefragt. Und man muss auch bekannt sein für irgendein Produkt oder eine Spezialität. Und das sind bei uns eben die starken Motoren. Und deshalb fragen glücklicherweise viele Kleinserienhersteller bei uns an und wollen sich gerne die Motoren von uns gebaut haben. Das sind eigentlich die Segmente, die kommen. Aber wie gesagt, als neue Firma wird man sich da, denke ich, erst schwer tun. Es sei denn, man ist irgendwo mega spezialisiert und dann wird der Bereich wieder nur ganz klein. Nichtsdestotrotz, aus meiner Sicht, Tuning wird nie aussterben. Die Menschheit ist eine Individualgesellschaft. Ich glaube nicht, dass wir alle gleich sein wollen, auch wenn uns das immer beigebogen wird und vorgeschrieben wird. Wir sind ja alle so gleich, wir sind gar nicht alle gleich und wir wollen auch gar nicht gleich sein. Wir sind nämlich alle unterschiedlich. Und weil wir alle unterschiedlich sind, machen wir auch alle unterschiedliche Sachen und finden auch unterschiedliche Sachen gut. Und deshalb machen wir Tuning, weil wir wollen uns zum einen unterscheiden, wir wollen was anders machen, wir wollen Menschen damit glücklich machen, hoffe ich. Mich macht es glücklich, was wir hier machen. Wenn ich mich in so ein Auto reinsetze, in einer Probefahrt und habe da 1000 oder 1200 PS und bei jedem Powershift-Schaltvorgang kommt eine Flamme hinten raus und es knallt und ich komme zurück, habe Tränen im Auge und sage, Janis, komm, wir müssen sofort eine Probefahrt machen, das ist das Geilste, was du je gehört hast. Dann weiß ich, das macht Spaß und da bin ich bestimmt auch nicht der Einzige. Würdest du BahnFF im Jahr 2023 nochmal gründen, wenn es die Firma nicht gäbe? Tja, schwierige Frage. Wenn du meine Frau fragst, die sagt nein. Ich selber, tja, schwierig. Ich glaube, ich würde anders gründen. Ich würde mehr als Ingenieurbüro gründen und darf man eigentlich ja gar nicht laut sagen. Ich glaube, ich würde es alleine mit Janis machen. Vielleicht mit dir. Aber viel mehr Leute würde ich, glaube ich, nicht einstellen, weil das wahre Leben als Gründer einer Firma ist anders als das, was man sich vorstellt. Ja, die meiste Zeit verbringt man mit den Sachen, zu denen man keinen Spaß hat. Die geringste Zeit mit den Sachen, weshalb man es eigentlich ursprünglich gründen wollte. Speziell, wenn man aus dem Bereich Technik und Diplom-Ingenieur kommt, ist das was anderes auch vielleicht noch, als wenn man das als gelernter Wirtschaftsmensch gründet, der sowieso dann nur im Büro sitzt und dem die Technik dann eigentlich egal ist, der macht es nur wegen der Mäuse. Ich würde so wahrscheinlich nicht nochmal gründen. Also, Tuning, Vergangenheit, jetzt, Gründung, Zukunft geht immer weiter und ich freue mich drauf. Und ich freue mich auch drauf, dass ihr weiter Zukunft und bis bald wieder. Viel liken und so geht's weiter. Bis bald, ciao.